Hi Alex von Texam hier. Im heutigen Titelkampf geht es um das beste Flaggschiff 2022. In der linken Ecke steht das Samsung Galaxy S22 Ultra, in der rechten Ecke wartet das Oppo Find X5 Pro. Beide Handys sind mit 1249 bzw. 1299 € die teuersten und besten, was die Hersteller aktuell zu bieten haben. Doch welches Handy ist das Beste und besteigt den Smartphone-Thron? Es kann nur einen geben. In diesem Video werden wir das ein für alle Mal klären. Am Ende sage ich dir auch, für welches Handy ich mich entscheiden würde. Schau dir das Video also bis zum Schluss an. Und nun, let's get ready to rumble! Falls du mehr über die Handys sehen willst, schau dir meine Einzelreviews an. Die Links dazu sowie die Kauflinks findest du in der Beschreibung. Falls du Halodri auch in Zukunft keine Smartphone-Vergleiche mehr verpassen willst, dann gib mir ein Like und abonniere kostenlos diesen Premium-Kanal. Aber dalli dalli. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich verlose gerade ein Nothing Phone One. Wenn du auch am Gewinnspiel mitmachen willst, findest du den Link zum Video in der Beschreibung. Starten wir mit Runde 1, dem Preis. Das Samsung Galaxy S22 Ultra hatte eine UVP von 1249 €. Mittlerweile bekommt man es aber für um die 1050 €. Das Oppo Find X5 Pro hatte eine UVP von 1299 € und war damit sogar 50 € teurer als das S22 Ultra. Der Preis ist aber stabil geblieben, deswegen gebe ich den ersten Punkt an das S22 Ultra, weil es aktuell um die 200 bis 250 € günstiger ist. 1 zu 0. Runde 2, Design. Das Galaxy S22 Ultra besteht vorne und hinten aus Gorilla Glass Victus Plus und hat eine matte Rückseite. Zur Auswahl gibt es vier verschiedene Farben: Schwarz, Weiß, Grün und Rot. Das Kameradesign ist sehr minimalistisch, was mir sehr gut gefällt, da das Handy so auf dem Tisch wenig wackelt. Das Smartphone ist sehr groß und mit 228 Gramm auch ziemlich schwer. Ikonisch ist natürlich das kantige Design, dennoch liegt es gut in der Hand, da der Rahmen abgerundet ist. Das ganze Smartphone wirkt sehr edel und hochwertig, hier gibt es nichts zu kritisieren. Das Oppo Find X5 Pro kann aber ebenfalls überzeugen. Auf der Vorderseite kommt Gorilla Glass Victus zum Einsatz, die Rückseite besteht aus Keramik. Das Material glänzt zwar etwas, aber Fingerabdrücke sieht man trotzdem nicht. Das Kameraelement ist von der Rückseite leicht erhoben und scharfe Kanten gibt es gar nicht mehr. Das hat mir extrem gut gefallen. Der Rahmen ist aus Aluminium. Zur Auswahl gibt es leider nur zwei Farben, Schwarz und Weiß. Das fand ich ein bisschen schade. Dafür ist das Handy mit 218 Gramm ein bisschen leichter. Bei der Designrunde gebe ich ein Unentschieden, da beide Smartphones extrem hochwertig verarbeitet sind und sehr edel wirken. 2 zu 1. Runde 3, Display. Das Samsung Galaxy S22 Ultra hat ein gigantisches 6,8 Zoll 120 Hz AMOLED-Display mit LTPO 2.0 Technik. Das heißt, die Herzzahl kann sich adaptiv von 1 auf 120 Hz anpassen. Displayränder gibt es praktisch gar nicht mehr, die Seiten sind abgerundet. Mit 1750 Nits wird das Display auch bombastisch hell. Blickwinkel, Farben, Kontraste, Helligkeit und Schärfe sind marktführend, hier macht Samsung niemand was vor. Das Display vom Oppo Find X5 Pro kann aber auch überzeugen. Es ist 6,7 Zoll groß, hat ebenfalls eine LTPO 2.0 Technik und kann die Herzzahl von 1 auf 120 Hz adaptiv anpassen. Farben, Blickwinkel und die Schärfe sind ebenfalls spitze, allerdings ist die Helligkeit mit maximal 1300 Nits deutlich kleiner als beim S22 Ultra. Beide Displays sind spitze. Das Galaxy S22 Ultra hat aber das beste Display aller Smartphones auf dem Markt und da kommt auch das Oppo Find X5 Pro nicht dran. 3 zu 1. Runde 4 Sound. Beide Handys haben Stereo-Lautsprecher, die überraschenderweise sehr gut klingen. Sie bieten ein klares und voluminöses Klangbild mit etwas Bass. Ich konnte keinen direkten Gewinner ausmachen und gebe deswegen ein Unentschieden. 4 zu 2. Runde 5 Prozessor. Im Galaxy S22 Ultra ist der hauseigene Samsung Exynos 2200 verbaut. Der Prozessor ist im 4-Nanometer-Verfahren angefertigt und hat so einige Probleme. Die schiere Rohperformance ist zwar auf dem Datenblatt sehr gut, allerdings hat es Samsung nicht geschafft, den Prozessor angemessen an das System anzupassen und entsprechend zu kühlen. Denn das Erste ist, es gibt bei Spielen und dem System immer noch kleine Ruckler, die den Performance-Eindruck trüben. Was aber viel schlimmer ist, ist, dass der Prozessor bereits bei geringer Belastung heiß wird. Wenn man zum Beispiel Genshin Impact startet, wird das Handy schon heiß, obwohl noch überhaupt nichts passiert ist. Und auch die Ingame-Performance ist dann nicht so, wie man sie sich wünscht. Es gibt immer Lags und Ruckler. Das ist für ein Ultra-Flaggschiff enttäuschend. Im Oppo Find X5 Pro ist hingegen ein Snapdragon 8 Gen 1 verbaut.
Auch der Prozessor hat mit Hitzeentwicklung ein Problem, dennoch ist die Performance deutlich besser als im Exynos. Apps starten ohne Verzögerung, im System gibt es nie Ruckler und auch Spiele laufen auf maximalen Grafikeinstellungen ohne Lags flüssig. Die Performance im Oppo Find X5 Pro ist wirklich atemberaubend, das muss man mal erlebt haben. Damit ist ganz klar, die Prozessorrunde geht an das Oppo Find X5 Pro. 4:3. Jetzt geben wir kurz ab in die Werbung. Mein RTL. Halt's mal! Jetzt möchte ich dir die Mac Easy Cases von Pitaka vorstellen. Die Handyhüllen gibt es für alle iPhones, die S21 und S22 Serie. Und sie sind etwas Besonderes, da sie aus Aramidfaser bestehen. Aramidfaser ist die bessere Carbonfaser, da es flexibel ist und auch Strahlung durchlässt, was bei einem Smartphone für den Netzempfang essentiell ist. Die weiteren Vorteile liegen auf der Hand. Zum einen gibt die Aramidfaser den sportlichen Carbon-Look vor, zum anderen sind die Hüllen durch das Material besonders leicht und dünn. Mit gerade mal 22 Gramm und 1,4 mm Dicke trägt das Mac Easy Case 2 kaum auf, bietet aber einen starken Rundumschutz und guten Grip. Die Cases sitzen sehr fest und haben an den Seiten Aussparungen für die Buttons. An der Rückseite gibt es eine zusätzliche Erhebung, um die Kameras zu schützen. MagSafe-kompatibel sind die Hüllen für die iPhone-Serie natürlich auch und kabelloses Laden funktioniert ebenfalls ohne Probleme. Wem schwarz nicht gefällt, der kann auch zur Fusion Weaving Edition greifen, die es in verschiedenen Farben erhältlich gibt. Ich habe hier diese Halbstreifenoptik, es gibt aber auch Rot, Blau oder Varianten mit solch einem Streifen. Wer noch mehr Schutz will, für den gibt es das Mac Easy Case Pro, eine nochmal stärkere Version, die vor allem durch den Einsatz von TPU-Kunststoff den Rahmen vollständig bedeckt. Auch die Kamera ist bei dieser Version durch den Kunststoff nochmal stärker geschützt. Kabelloses Laden und MagSafe werden natürlich weiterhin unterstützt. Alles in allem haben mir die Pitaka-Produkte sehr gut gefallen, da sie ein schickes, modernes Design haben und dabei auf hochwertige Materialien setzen. Die Preise sind entsprechend der Produktqualität etwas höher, meiner Meinung nach aber angemessen. Mit dem eingeblendeten Code kannst du sogar 10% sparen. Da lohnt es sich zuzuschlagen. Die Kauflinks zu allen Cases findest du in der Videobeschreibung. Mein RTL. Klappe ja! Runde 6, Software. Im Galaxy S22 Ultra ist Android 12 vorinstalliert mit One UI 4.1. One UI 4.1 gehört zu meinen Lieblingsskins im Android-Bereich, da sie extrem umfangreich ist und sich tiefgreifend personalisieren lässt. Egal ob Always-On-Display, Multigesten oder One-Hand-Mode, bei One UI gibt's alles und sogar zu viel. One UI lässt bei der Personalisierung keine Wünsche offen. Das Besondere sind aber die Updates. Samsung garantiert erstmals 4 Jahre OS und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Das ist im Android-Bereich einmalig und sogar besser als Google mit seinen Pixel-Geräten selbst. Auf dem Oppo Find X5 Pro kommt ebenfalls Android 12 zum Einsatz, allerdings mit Oppos eigenem Skin ColorOS 12.1. Mir gefällt ColorOS ebenfalls sehr gut, da die Performance und die Animation noch besser sind als bei One UI und sich ebenfalls extrem viel einstellen lässt. Wenn man sich aber mal detailliert mit dem System beschäftigt, merkt man, dass One UI doch ein paar nützliche Features hat, die es bei ColorOS nicht gibt, wie zum Beispiel die Bixby Routines. Ein weiterer Nachteil bei ColorOS ist, dass es nur 3 Jahre OS und 4 Jahre Sicherheitsupdates gibt. Das ist zwar Durchschnitt, aber Samsung bietet hier ebenfalls mehr und macht das Handy so langlebiger. Deswegen gebe ich den Punkt Software an das Galaxy S22 Ultra. 5:3. Runde 7 Kamera. Im Galaxy S22 Ultra ist eine Quad-Kamera verbaut. Eine 12-Megapixel Ultraweitwinkellinse, ein 108-Megapixel Hauptsensor und jeweils zwei Zoom-Kameras, ein Dreifach- und Zehnfach optischer Zoom. Das Oppo Find X5 Pro kann hier nicht ganz mithalten, es hat nämlich nur eine Triple-Kamera, eine 50-Megapixel Ultraweitwinkellinse, einen 50-Megapixel Hauptsensor und einen 13-Megapixel zweifach optischen Zoom. Außerdem arbeitet man mit Hasselblad zusammen, um eine bessere Farbkalibrierung hinzubekommen und man hat sogar eine eigene MPU namens Mari Silicon entwickelt, um die Fotoverarbeitung noch schneller und effizienter zu gestalten. Vom Datenblatt her gewinnt also Samsung hier das Kamera-Battle. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Bei den Ultraweitwinkellinsen gewinnt das Oppo Find X5 Pro klar, da es die beste Ultraweitwinkellinse auf dem Markt hat. Die 50 Megapixel bieten einfach noch mehr Details als die 12 Megapixel des Galaxy S22 Ultra. Bei den Hauptsensoren ist es dann so, dass das Galaxy S22 Ultra meiner Meinung nach die etwas besseren Aufnahmen macht, da die Dynamik und die Farben noch einen Tick besser sind. Beim Zoom hat dann das Oppo überhaupt keine Chance mehr. Samsung hat mit der kleineren Brennweite des dreifach optischen Zooms schon einen Vorteil gegenüber der zweifachen Vergrößerung. Wenn man dann allerdings weiter reinzoomt und die Periskoplinse des S22 Ultra nutzt, hat das Oppo Find X5 überhaupt keine Chance mehr.
Denn beim Find X5 Pro kann man nur bis 20-fach maximal zoomen. Beim Galaxy S22 Ultra gehen maximal sogar bis zu 100-fach. Klar, 100-fach ist nicht mehr so detailreich, aber trotzdem können die Aufnahmen sich immer noch sehen lassen bis 30- und 50-fach. Bei Videos gewinnt dann das Galaxy S22 Ultra ganz klar. Beide Handys haben zwar eine super Stabilisierung, das Find X5 Pro sogar eine 5-Achsen-Stabilisierung. Das reicht aber nicht, denn die Farben sind leider nicht akkurat und HDR ist beim S22 Ultra auch besser. Bei Nacht zeigt dann das Find X5 Pro endlich seine Stärken. Der riesige Ultraweitwinkelsensor in Kombination mit dem Mavic Silicon X liefert Weltklasse-Ergebnisse. Die Ultraweitwinkellinse des Oppo ist die beste auf dem Markt aller Smartphones. Fotos werden extrem scharf, detailliert und haben eine super dynamische Reichweite. Auch bei der Hauptkamera ist es so, dass die Aufnahmen detaillierter und schärfer werden als beim Galaxy S22 Ultra. Der 108-Megapixel-Sensor muss sich aber hier auch nicht verstecken und liefert Spitzenergebnisse. Bei Nachtvideos ist es dann Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich würde hier das Galaxy S22 Ultra bevorzugen, da einfach die Farben wieder realitätsnäher sind und die Qualität allgemein sehr gut ist. Insgesamt würde ich bei Nachtaufnahmen ein Unentschieden geben. Das Oppo hat zwar etwas schärfere Aufnahmen, dafür sind die Farben wieder nicht so realistisch. Beim Galaxy S22 Ultra sind nicht so viele Details vorhanden, dafür sehen Videoaufnahmen realistischer aus. Unterm Strich muss man sagen, dass das ganze Marketingfeuerwerk, was Oppo hier abfeuert, mit Mari Silicon und Hasselblad nicht zum Thron für die beste Kamera reicht. Denn das Oppo Find X5 Pro hat seine Disziplin, wo es die besten Ergebnisse am Markt liefert, vor allem bei Nachtaufnahmen. Allerdings werden Foto- und Videoaufnahmen nicht konstant gut und hier kann das Galaxy S22 Ultra glänzen. Denn die Quad-Kamera ist vielseitiger, da sie noch einen viel größeren Brennweitenbereich abdeckt und alle vier Linsen liefern konstant exzellente Ergebnisse ab, bei Foto- und Videoaufnahmen in allen Lichtbedingungen. Deswegen gebe ich den Punkt Kamera an das Galaxy S22 Ultra. 6:3. Runde 8, Akku. Im Galaxy S22 Ultra ist ein riesiger 5000 Zellen verbauter Akku verbaut. Maximal aufgeladen kann dieser mit 45 Watt. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Damit kam ich auf Laufzeiten von maximal einem Tag. Das ist leider ein enttäuschendes Ergebnis. Das Oppo Find X5 Pro hingegen hat ebenfalls einen 5000 starken Zellen verbauten Akku, hielt bei mir aber 1 bis maximal 2 Tage durch. Das Beste ist aber das Aufladen. Mit 80 Watt wird der Akku in knapp 40 Minuten aufgeladen. Kabellos geht es sogar mit 50 Watt in 50 Minuten. Und der Netzstecker ist sogar noch im Lieferumfang enthalten. Damit ist ganz klar, beim Akku gewinnt das Find X5 Pro deutlich, weil der Akku länger hält, schneller aufgeladen werden kann und der Netzstecker noch sogar im Lieferumfang dabei ist. 6:4. Runde 9, Rest. Das Galaxy S22 Ultra kommt mit 128 GB nicht erweiterbarem Speicher. Beim Find X5 Pro kriegt man 256 GB. Beide Handys haben einen Fingerscanner verbaut. Der beim Galaxy S22 Ultra basiert aber auf der Ultraschalltechnik und ist der beste auf dem Markt. Der beim Find X5 Pro ist ebenfalls sehr gut, ist aber ein optischer. Beide Handys sind wasserdicht nach IP68. Beim Oppo kriegt man noch ein wabbeliges Case dazu. Beim Galaxy S22 Ultra gibt es noch den S Pen dazu. Das ist der Stift, der im Gehäuse verstaut ist, mit dem man komfortabel auf dem Display schreiben kann. In der letzten Runde gebe ich dafür ein Unentschieden. Damit gewinnt das Galaxy S22 Ultra 7:5. Was für ein Fight. Beide Kontrahenten teilen ordentlich aus. Am Ende siegt nach Punkten das Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsungs diesjähriges Flaggschiff ist in fast allen Bereichen branchenführend und kann vor allem mit dem besten Display, der besten Kamera und einer spitzen Software punkten. Negativ fällt die Akkulaufzeit von einem Tag und das langsame Laden ins Gewicht. Das Oppo Find X5 Pro ist ebenfalls ein erstklassiges Smartphone mit einer tollen Keramikrückseite, der besten Performance am Markt und einer starken Akkulaufzeit. Die Kamera kann in einzelnen Bereichen wie der Nachtfotografie neue Maßstäbe setzen, enttäuscht aber insgesamt mit unbeständigen Ergebnissen. Von den vielen Marketingwörtern wie Hasselblad und Mari Silicon darf man sich hier nicht blenden lassen. Wenn ich mich zwischen beiden Geräten entscheiden müsste, würde ich zum Galaxy S22 Ultra greifen, da mir das Display und die herausragende Kamera besonders gut gefallen haben. Mit dem Oppo Find X5 Pro macht man aber auch nichts falsch. Die Kauflinks sowie meine Einzeltests zu den Smartphones findest du in der Beschreibung. Für welches der beiden Smartphones würdest du dich entscheiden? Schreib's mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Falls dir Sockenroller das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen. Um keine Smartphone-Vergleiche in Zukunft zu verpassen, abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal. Wenn du mir einen Kaffee ausgeben willst, kannst du das gerne über den Thanks-Button tun. Jetzt kannst du dir hier links mein Galaxy S22 Ultra Review anschauen oder klicke hier rechts für mein Oppo Find X5 Pro Review. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.